Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raven. Es geht weiter hier, neuer Tag, neues Glück. Und bevor wir die wunderschöne Insel hier verlassen, gucken wir mal, ob wir nicht noch die Quest hier abarbeiten können. Zumindest zum Piratenlager müssten wir ja wahrscheinlich nochmal gehen, weil wir da ein, zwei Informationen ja haben, von wegen, ne, warum die Piraten hier sind, bla bla bla. Außerdem habe ich mich, nicht die Piraten, diese Söldner, die Banditen, außerdem habe ich mich mit meiner eigenen Gehirnzelle beraten und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich die Claubelius doch benutzen werde, weil nach Recherchen die Waffe zumindest bis zum 5. Kapitel oder sowas doch schon ziemlich ganz geil sein soll, deswegen, ja, werde ich die wohl benutzen. Haben die hier denn zugebaut? Das einzige... Ging das hier nicht mal? Hä? Bin ich jetzt komplett besoffen? Okay, aber irgendwie kommt mir die Map nicht mehr bekannt vor. I don't fucking know. Auf jeden Fall, das Einzige, was es zu beachten gibt bei der Claubelia, ist dadurch, dass sie ja diesen Magieschaden bei dem macht, kann es sein, dass sie minimal tödlich endet bei normalen Gefechten gegen Menschen. Das könnte ein Problem werden. Ich weiß es nicht. Ja, wir quatschen mal mit den Leuten hier, ob wir hier noch im Medien was sagen können. Dass Raven gone ist. Vielleicht gibt es ein paar XP. Ja. Raven ist erledigt. Donnerwetter, das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Ja. Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Ja. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Danke, ich nehme auch ganz dankend die XP an. Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es. Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Ein Ring, geil. Danke, dass du mir nicht sagst, was das für ein Ring ist. Das wollte ich ja sowieso nicht wissen, ne? Lebensenergie-Ring wird es wahrscheinlich nicht sein. Schutz vor Waffen, bla bla bla. Oder vielleicht auch. Okay. Hat er mir jetzt einfach nur irgendeinen Ring gegeben? Ach guck mal, können meine ganzen Beutel-Scheiß hier öffnen, Alter, so viel Gold. Ja gut, dann werde ich wahrscheinlich niemals rausfinden, was das für ein toller Ring war. Wird wahrscheinlich noch nicht so spannend sein. Oh Gott, so viel Geldbeutel. Wer braucht schon noch Geld, hä? Ich nicht. Wenn ich mehr XP kaufen könnte mit Gold, würde ich ihn gern machen. Hier ist auch noch ein Beutel, aber das ist Tabak oder so ein Scheiß. Also wir haben 57 Stängel Sumpf gehabt, die können wir doch alle mal rauchen. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie viel man rauchen muss, damit man hier einen Bonus bekommt, von daher, fuck it. Davon kriegt man schon mal keine XP, das ist sehr, sehr gut. Ja. Keine Ahnung, was für ein Regen er mir jetzt gegeben hat, ist mir jetzt auch egal. Hat er mir halt einen gegeben, da freue ich mich drüber. Huch. Junge, Sumpfkrautstängel, haut rein. Ich bin ein bisschen high. Wusch. Kann ich euch sonst noch was erzählen? Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Schön für dich. Die beiden sind tot. Wen interessiert sowas dann noch? Rache hat noch keinen Piraten reich gemacht. Hauptsache... Ich hab meinen Grog wieder. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das passt doch einmal sehr, dass das Bild noch so verschwommen ist. Hey, du. Alle Brandon, kannst du dir noch was erzählen? Bring mir was bei. Nö, nö. Meinst du, Matt, was geht's dir? Wie sieht's aus? Super, juckt auch nicht hart genug. Das ist eine schlimme Sache. Was geht bei Garrett? Das war doch schon vorher klar. Auch nix. Das ist doch alles nur Gerede. Steck mal dein Wölfchen weg, können Sie mir das beibringen? Nö, 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 vielleicht noch den Holzfällern da hinten. Da war ja einer mehr oder weniger Freunde mit Angus und Hank, vielleicht noch seit ihnen das. Hey, du. Hallo, Billy Boy. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer? Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Gute Neuigkeiten. Oh Gott, ein Leck. Das reden wir wahrscheinlich gleich wieder. Juan ist erledigt. Und? Hat er gelitten? Mach mal halblang. Schon gut. Hauptsache, du hast das Schwein fertig gemacht. Habe ich doch gern gemacht. Für die XP. Hey. Na, Morgan.
Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Da fragst du am besten den Captain. Ja, Freiheit. Ja, bin natürlich auch nichts zu sagen. Hallo, Franzis. Hey, du. Magst du mir jemanden? Hier lässt mich Greg jetzt hier. Lass mich bloß. Ja, es tut mir natürlich unheimlich leid. Ich hätte dich auch lieber komplett verpfiffen mit deinem hessischen Logbuch. Damit er dich vielleicht direkt von der Insel verstößt, aber na, geht leider nicht. Schade, schade. Hallo, Samuel. Kann ich dir noch was sagen? Ich habe ein Rezept für dich. Ich habe ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Louis Hammer, ne? Es ist von Snuff. Das hört sich ja schrecklich an. Das muss ich sofort ausprobieren. Ja, viel Glück damit, ne? Gib mir Rum, ich will was Stärkeres. Ja. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Das öffnet nur das Handelsmenü, das habe ich ganz vergessen. Cool, ich kann den Rezept wieder. Den Rezept gar nicht glauben, weißt du, ich kann gutes Deutsch. Naja, dann halt nicht. Ja. Gut, Quests technisch, naja, geistige Irrwege, naja, das müsste ich nur noch machen, theoretisch, aber ich glaube, ja, da war dieser komische Pfeffer, den ich nicht habe. Oder Tränenpfeffer, ja. Keine Ahnung, wo ich den jetzt herbekommen soll. Legen wir uns erstmal eine Runde pennen. Scheiß mal auf den Regen. Außerdem ist man dann wieder gut ausgeruht. Ich hätte den Grog echt nicht kaufen müssen. Hier liegt der überall rum. Das ist schon irgendwie lustig. Okay. Ja, weiß ich nicht, aber... Ja, das können wir ja nicht mehr machen. Das ist ja vorbei. Die Vorhaut der Wassermagier. Ja, den Lance, den habe ich natürlich auch irgendwie niemals gefunden. Glaube ich zumindest. Zumindest kann ich Saturas ja auch nicht davon berichten, also werde ich ihn wohl auch niemals gefunden haben. Ja, dann würde ich sagen, geht's ja eigentlich auch schon wieder alles nur Gerede. Zurück nach Hause. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Ja. Vielleicht, ich würde gerne Henry noch verprügeln. Einfach weil es ein Arschloch ist, aber. Ich glaube, der Wechsel ist ein bisschen zu stark für mich. Außerdem kommen seine Piratenfreunde an mir angeschissen. Aber hey, testen wir es mal. Einmal speichern. Ach stimmt, wir haben ja auch die supermagische Armbrust. Das war irgendwie nicht das, was ich heute lang gespielt habe. Armbrust. Da, die magische Armbrust. Mal gucken, ob wir die Bolzen dann wieder rausbekommen aus seinem Kadaver. Hallo Henry. Jetzt kannst du was sagen. Oh, das ist, glaube ich, genug. Oh, das war Henry. Danke für meine magischen Bolzen. Sonst hast du nichts dabei. Das ist ja lächerlich. Krummschwert. Oh, Krummschwert ist. Krummfreife sogar ziemlich gut. Aber es schlägt halt immer noch den Zweihand-Talent-Bonus, ne? Das ist halt immer noch sehr schwierig. Huch. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Na, werden wir los. Warte mal. Du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Was willst du? Darf ich jetzt gleich gratis ins Lager? Lass mich rein. Du hast mir eine Nacht. Du willst. Und was? Du hast uns die Galgen. Hätte nicht gedacht. 100 Gold. Oder du verschwindest. Fick dich. Was? Einfach weil du frech bist, nochmal erstmal. So, was hat er davon? Wie schwierig sind die anderen Piraten zu besiegen? Ich meine, ne, für so ein bisschen Erfahrung, Funke. Hallo. Jetzt kann ich. Oh Gott. Das finde ich nicht so halal. Erstmal du aus dem Maul. Okay. Das gegen Plankenbringer. Sehr interessanter Titel. Danke für dein Dolch. Plankenbringer oder sowas. Wo ist denn das Scheißding? Da, Plankenbrecher. Ja, Bringer wäre ein bisschen komisch. Ich meine, ne? Wenn wir schon mal dabei sind, so ein bisschen XP abschlagen. Aber ich habe fast schon die Befürchtung, dass wenn ich die hier alle anschlage, dass sie dann so richtig pisst auf mich werden. Also pisst im Sinne von, dass sie alle auf einmal kommen. Aber vielleicht können wir zumindest den guten Herrn Bones ein bisschen. Na warte, du Mistkerl. Das war knapp. Oh, komm mal, ja. Bitch.
Er will sowieso gehen, ich meine, dann sind wir hier als Schläger halt bekannt, aber ich meine, who cares am Ende? Ich habe auch getestet, man kann im Prinzip auch ohne Gefahr die Paladine am Hafen alle umbringen, das juckt keinen. Das ist ziemlich lustig, wenn du mich fragst. Sollen wir die jetzt schaffen, hier alle einzeln anzulocken? Dann geht das ja. Also, das sehe ich nicht ein, dass ich daran den Bolzen verschwende. ganz ehrlich, nö, lol. Okay, Versuch Nummer 2. Oh Gott, der. Oh, das wollte ich nicht. Aber ich meine im Endeffekt. Stört es mich? Fragezeichen? Ja, wenn ihr alle auf mich zukommt, stört mich das wahrscheinlich schon. Erstmal voll den Bolzen versammelt. Aber zum Glück leuchtet er so ein bisschen. Interessiert die anderen das? Vor allem die Frage ist, interessiert mich das? Ich meine, seriously, werde ich die jemals nochmal wieder treffen? Ich weiß es halt nicht. Ich meine, vielleicht finde ich Greg nochmal wieder, ja gut, aber... Die anderen? Ich guck mal, wie sie so drauf reagieren. Vielleicht interessiert die das ja gar nicht. Wäre natürlich auch ultra lustig, ne? Enterschwert, dankeschön. Hallo. Stört es euch, dass ich hier umgebracht habe? Hör mir nicht so, ne? Ich wollte sie auch gar nicht umbringen. Ich wollte sie ja nur schlagen. Das interessiert die alle überhaupt nicht. Aber kannst du mich hinterholen? Das ist meine gute Frage. Kannst du mich noch... Bist du verrückt? Mit unserem letzten Boot werde ich keine Spazierfahrt... Ja, ist ja gut, hätte das sein können. Hätte ja sein können, dass du zu was zu gebrauchen bist. Irgendwie möchte ich das nicht abspeichern auf den Quickslot, weil ich nicht weiß, wie wichtig das jetzt noch ist. Kannst du damit aufhören? Oder wie gut oder wie schlecht diese Entscheidung ist. Kannst du aufhören, dich einzumischen, Sabi? Vor allem kann ich bitte aufhören, genau die Schläge timingstechnisch zu verkacken. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Oh, warte mal, wie ich das recht mal wagen werde, Kumpel Quantensocke. Vielleicht stirbst du ja auch gleich wieder durch den Bolzen, das wäre echt traurig. Ich hab seine Armbrust vergessen anzusammeln. Oh, und seine Riesenmachete. Schade, dass ich das Inventar des Händlers nicht bekomme, aber na gut. Oh, hallo Pirat. Das wirst du bereuen. Das werde ich bereuen. Gut, dass sie das jetzt nicht interessiert, wenn ich ihn im Nahkampf angreife, dann oh nein, aber... Hey, ich habe ihn einen Bolzen in den Arsch gerammt, ne, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Oh, komm mal, Skip, du kriegst auch noch einen rein. Warte, du Mistkerl. Ich glaube, wenn ich ihm noch einen reinbringe, dann stirbt er. Guck, guck. Das war's, Skip. Ich schätze mal, Greg. Versuch das ja nicht nochmal. Greg, der alte Piratenkapitän, wird wahrscheinlich unsterblich sein. Das ist auch mal auch die Frage, interessiert ihn das? Hallo? Nö, interessiert ihn absolut nicht. Finde ich gut. Dann warum nicht noch weitermachen, ne? Alles für die XP. Hallo Bill. Warte, du Mistkerl! Jo, was denn? Du Halbtoter. Nein, kannst du ausweichen, ne? Jetzt aber auch nicht mehr. Hallo Morgan. Jetzt kannst du was erleben. Ja, jetzt kann ich was erleben. Was kann ich denn erleben? Jetzt sehen wir mal. Ist das hier ein Erlebnispark? Ich hatte gerade eben Angst, dass ich aus Versehen Bill ermorde. Junge, du bist so nervig mit deinem Abwehren. Jetzt bereue ich es doch damit, dass ich dir nicht einen Kopfschuss gerückt habe. Wollt ihr wohl damit aufhören? Was willst du denn hier? Das ist so merkwürdig, ne? So von wegen, wenn man die... Oh, ein Ring. Achso, nice. So kann man sich den also auch wiederholen. Es ist so merkwürdig, ne? Wenn du den per Fernkampf in die Fresse schlägst und... Oh nein! Beziehungsweise per Nahkampf, ne? Dann, oh nein, du hast ihn angegriffen, aber per Fernkampf, oh, kein Problem. Mach mal weiter, stör mich nicht.
Gut, dann müssen wir nur Samuel aus dem Maul hauen. Aber ich schätze mal, auch immer, das ist ein Leckerchen. Free Healthcare und so. Nein, sollte sich nicht wieder hinlegen. Ja, aufstehen. Feiner Hund. Kuckuck. Hallo Samuel. Das war... Oh. Tja, ich hoffe, den braucht ihr nicht mehr. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt schlecht finde. Ich meine... Ich weiß nicht, ob es mich juckt, deswegen ignoriere ich erstmal. Tut mir leid, Samuel, wenn ich es wieder brauche, würde ich dich wieder... Ja, damit hätten wir den Piraten alle aus dem Maul gehauen. Finde ich super. Abschließend bleibt noch der Test, ob ich Greg aus dem Maul hauen kann. Dafür werde ich ihn ganz bitterlich, wie ich bin. Oh, ich kann. Ich kann ihn tatsächlich so sehr hauen, dass ich ihn in den Boden reingeschlagen habe. Nice. Das habe ich jetzt eben nicht erwartet, goldener Ring. Jo. Gut, weil im Anfangskapitel war ja zumindest noch ein Sterblich. Deswegen, jo. Ja, dann haben wir jetzt wirklich allen aufs Mal gehauen. Hat uns ja ein bisschen XP gebracht. Findet der es jetzt blöd? Ist ja schon gut. Nö. Gut, dann finde ich das auch nicht blöd. Alles klar, dann zurück zu den Wassermannen. Ach stimmt, Alligator Jack kann ich nur verprügeln. Da sitzt er, der gute Jack. Ahnt noch nichts von seinem Problem, das er gleich im Rücken zu stecken hat. Oh, guck mal, er ist sogar als Verbündeter markiert. Oh, habe ich ja direkt ein schlechtes Gewissen. Ja, einer geht noch, ne? Guck. Kannst du nicht aber mein erster Schlag abwehren? Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Ich lasse dich sogar am Leben. 400 XP, wir brauchen noch so ein Level Up. Knapp 10.000. Na, Mensch, da muss ich ja noch einige verbringen. Aber ich könnte ja im Prinzip auch noch die Banditen alle umbringen. Ich meine, brauche ich die? Ich weiß es nicht. Hier ist ja noch jemand, der darauf wartet, aufs Maul zu bekommen. Hallo, Ofen. Na, warte. Worauf soll ich denn warten? Darauf, dass du umfällst. Da ist nichts zu plündern. Nichts? Naja, 200 XP. So, da sind wir wieder bei den lustigen Wassermagiern und ich habe mir das mal nachgeguckt. Also wirklich relevant später für das Spiel sind die Leute im Banditenlager nicht. Also man könnte sie alle eigentlich umschnetzeln, ohne Konsequenzen. Einige in den Foren sind natürlich die richtigen Moralaposteln. Damit degradierst du Kopfweg zu einem Ego-Shooter. Und ich mir so, Alter, was hast du denn gesoffen? Das war ja ganz... Die ganzen Schinken hier ansammeln. Ich würde sagen, wir gehen zum Banditenlager und machen die mal platt, weil ich meine, ne? Free EXP und wenn die wirklich dann an und für sich für nichts mehr zu gebrauchen sind, weiß ich nicht. Ich meine, wirklich nützliche Fähigkeiten oder sowas bieten die einen ja dann eh nicht mehr. Alles, was man irgendwie lernen kann, kann man ja auch woanders lernen. Also. Vielleicht nur schade um diese eine Quest mit Fortuna, weil, ne, und so. Aber ansonsten... Hallo. Ja, ich will nur gerade gucken, ob er uns angreift. Es ist ja... Huch. Ah, super. Hoffentlich finde ich den wieder. Ich glaube, ich greife den Nahkampf an. Oh, Dietriche. Mann, die Banditen geben uns Dietriche. Perfekt. Und Äpfel. Äpfel. Oh, nicht gereicht. Ist auf uns zugekommen. Ja, jetzt bin ich dran. Muss man die auch gar nicht rauskiten, der Fernkampf. Danke, dass du gerade nichts gemacht hast. Sorry, Miguel. Bolzen. Da leuchtete. Geil. Kuckuck. Hallo Logan, jetzt bist du dran. Ich mach dich fertig. Das will ich sehen. Ach lol, die sind gar nicht. Ah. Jetzt wird's lustig. Ja, das wird's wohl. Alles klar. Tatsächlich
für eine Sekunde verwirrt, ob Tom nochmal für irgendwas relevant war, weil er irgendwie ja scheinbar auf die Seite aufpasst. El Bastardo, sehr interessant. Ein Bastardschwert wahrscheinlich. El Bastardo. Schaden bin ich 120 und einer Telepunch. Ja, not bad, aber. Ne? Was macht ihr denn hier alle? Solltet ihr nicht irgendwie, ne? Hey! Hallo Patrick. Wollt ihr nicht abhauen? Doch, natürlich. Wir warten nur noch auf einen günstigen Moment. Naja, günstiger als jetzt wird's wahrscheinlich nicht mehr, aber gut, das ist euer Bier. Macht, wie ihr das denkt. Wow, ich habe schon 3 Bolzen gehittet. Uff. Hallo Carlos. 6 Bolzen gehittet. Hallo Carlos. Bolzen. Oh, den sollten wir auch so schaffen. Hallo. Oh Gott, der schießt ja. Yikes. Macht ja auch noch Schaden. Ja, danke. Seinen Arschloch wollte ich auch sammeln. Was war das denn für ein Geräusch? Warum macht er so viel Schaden? Das finde ich jetzt aber ein bisschen frech. Kumpel. Nom nom nom. Er guckt einfach nur da oben zu. Finde ich okay. Guck euch zu, während ich meine Bolzen wieder aufsammeln. Warte mal. Hallo, Juan Ramon. Ja. Bleib dran! Kaputt. Na komm her. Perfekt, Headshot. Seid ihr Akku? Ja. Na dann. Nein, der da oben ist ja komplett lost. Ja, hallo. Halun, ne, wie ist der Typ? Keine Ahnung. Ein Apfel! War das ein Stärkekraut? Ja, schade, dass ich auch die Butler töten muss, weil eine für sich. Der will mir sowas von den Rücken fallen. Muss ich auch Snuff töten? Und so? Und Fisk? Und die würde es mir ja fast schon leid tun. Was ist denn ein Schwert gezogen, ja? Ja. Snuff möchte leider aussterben. Schade. Ja, tut mir leid, Kumpel. Willst du das wirklich tun, Süße? 500 XP für sie. Okay. Soll jetzt nichts heißen, von wegen wir Frauen und Schwacher werden. Hm? Dafür, dass der Bandit nur... 200 gegammert. Da ist nichts zu holen. Nichts? Was ist mit den Bolzen? Hä? Oder habe ich die schon abgeluchst? Ja, nur noch 4 magische Bolzen. Ich glaube, ich heb mir die wirklich auf für Notfälle. Hab. Na du, ein Bandit, das. Oh Gott! Yikes. Das war knapp. Ganz vergessen, dass die auch noch existiert. Oh Gott, wo kommt die denn her? Boah. Hm? Vom Himmel gefallen oder was? Ein Apfel! Na, ist das der Apfel schon? Schmeckt saftig und frisch, ne? Scheiße. Nickerchen, erfolgreich. Oh, Fisk, ich will dich eigentlich nicht umbringen, aber wenn du mich angreifst. Okay, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Toll. Ja, sorry, Bruder. Aber danke für deinen Sturmknecht.
Gürtel des Schutzes. Hat dir wohl nicht so viel gebracht, hä? Ja. Okay, jetzt wird es aber schon ein bisschen schwieriger, weil jetzt kommt wahrscheinlich Taurus. Sie sind nicht sofort aggro, aber ich werde, sobald ich ein Stückchen näher komme. Nicht? Aber sie sind aggro. Wow, die Torwache ignoriert mich, aber die anderen nicht, wa? Yep. Hallo Taurus, tut mir leid. Yikes. Ich krieg dich noch! Okay. Glaube ich dran. Ja. Danke, Spiel. Wirklich sehr gut. Ui. Parkour. Ah, kommst du nicht hinterher? Kommst du hinterher? Dich kriege ich noch! Ja, glaube ich dir. Nein! Oh Gott! Er macht den das verbotene Jutsu des Weglaufens. Was jetzt noch aufs Time könnte. Jawohl. Hey, wir haben Taurus mehr oder weniger im fairen Zweikampf besiegt, ja. Hallo, Gardist. Gardist ist, wer in der Garde ist, nicht wahr? Du bist es nicht mehr. Schade aber auch. Interessiert sich die Torwache einfach nur nicht für uns oder ist die einfach nur verbuggt? Wachs von mir. Hallo, Garde ist. Von mir aus. Bonjour. Als Ministergott ist der Torwachenmann ist da. Jawoll, ein Level up. Nice. Level bist denn du? Oh, Sketty will ausstressen, schade. Danke dafür. Nee, nicht die Torwache da hinten. Oh Gott, 12 einmal. Und Sketty macht natürlich auch relativ viel Schaden. Bang. Hilfe, Hilfe. Nur noch Behinderte. Ja, wenn man jetzt den hier machen würde, dann wäre das schon besser. Mit 2, aber weil ich den nicht mache. Warum trifft ihr mich, aber ich euch nicht? Rassismus. Das war's für dich. Das war's für dich. Vielleicht treffen wir heute auch mal die Bolzen. Faszinierend. Eine Core-Basic-Mechanik des Spiels funktioniert. Was geht hier was los? Sollte keine Lust rauszukommen. Max geht die nicht spielen können. Oh. Sketty ist verwirrt. Dafür wäre die Klaue Bild jetzt heute wieder. Dass du aus dem Random so stark sein musst. Inquisitor. Ernsthaft, du hast nichts dabei. Ich habe dich gesehen, wie du einen Apfel gefressen hast. Du musst mir zumindest den Apfel trocken, blöd aufgesagt. Als ob da keinen Apfel dabei hat, der Wichser. Der hat einen Apfel dabei, perfekt. Oh. Wer will Stress? Ja, alle wollen Stress, perfekt. Fang mich auf Mutter und Stern. Leute, er ist wirklich gestorben. Ach man, die fucking XP. Getroffen.
Findet ihr echt nicht den Weg in den Raum? Oh mein Gott. Oh, schade, Crimson ist auch mit dabei. Aber es war ja immer so. Warum ist denn das Pathfinding von denen so scheiße? Ich meine, nicht, dass ich mich beschwere, aber ein bisschen. Oh Gott. Das wäre mir fast das gleiche Schicksal als die anderen. Ja, ist ja okay. Hör doch mal auf. Hey, der hat das ganze fucking Gold, was wir ihm gegeben haben, ne? Haben wir doppelt unseren Wolf wiederbekommen. Wow. Wir haben langsam echt kein Goldproblem mehr. Kann das? Der hat einen Apfel. No. So, aber wenn mich nicht alles täuscht, hätten wir dann... Oh Gott, der hat aber viele Spezialen dabei. Hätten wir ja dann das Lager komplett verwüstet, sag ich mal. Und können uns ja dann endlich munteren Weges zurück nach Corinus begeben. Dann mache ich hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wir haben wahrscheinlich massivst Überlänge und ich werde extrem viel schneiden müssen. Aber YOLO. Dafür haben wir dann Jacket auch, ich sag mal, tatsächlich abgeschlossen, nicht wahr? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.